Was passiert in deinem Körper, wenn du rasch an Gewicht verlierst? In meinen Recherchen bin ich auf einige sehr interessante wissenschaftliche Studien gestoßen, die die Problematik von Giftspeicherung im Körper betrachten. Dann werde ich dir zum Schluss meine Methode zeigen, mit giftigen Substanzen und mit giftigen Belastungen umzugehen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass Gifte gerne in Fettgewebe gespeichert werden. Woher kommt das? Unsere moderne Lebensweise ist voll von giftigen Substanzen, Tendenz steigend. Die Gifte sind überall. In der Luft, im Wasser und vor allem in deiner Nahrung. In der kleinen Schweiz werden mehr als 1400 Tonnen giftige Substanzen auf die Felder gebracht. Es ist nur Frage der Zeit, wann sie wieder den Weg zu deinem Leitungswasser oder zu deiner Nahrung finden. Wenn du nicht absolute Bioqualität an Lebensmitteln kaufst, dann bist du mit diesen giftigen Stoffen auf jeden Fall belastet. Vor allem, wenn du dich mit konservierten Nahrungsmitteln versorgst, dort ist die Konzentration besonders hoch. Da findest du jede Menge an Konservierungsmitteln und Zusatzstoffen, die oft sehr giftig sind. Wenn du Körpergewicht verlierst und du hast das selber nicht initiiert, dann würde ich dir empfehlen, einen Arzt aufzusuchen. Er hat die Möglichkeit, mit Shellac-Infusionen die Gifte zu binden und das ist eine Vorgehensweise, die du selbst zu Hause nicht durchführen kannst. Wenn du selbst dein Gewicht reduzieren möchtest und diese Fettpolsterchen werden zuerst aufgelöst, dann kommen große Mengen an Giften im Umlauf und belasten deinen Körper. In den wissenschaftlichen Studien, zu denen ich dir die Links unten aufgeführt habe, wirst du finden, dass bis zu 400% Steigerung an giftigen Substanzen in Umlauf kommt, wenn Körpergewicht schneller reduziert wird. Das ist eine enorme Belastung. Bevor du bewusst in so einen Prozess reingehst, bereite deinen Körper gut vor, damit er nicht überfallen wird. Hier ist zu bemerken, dass Gifte eine Verwüstung in deinem Körper verursachen. Sie binden unheimlich große Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Enzymen. Das steht dir später nicht zur Verfügung. Das bedeutet, wenn du bewusst in eine Reinigung des Körpers gehst, dann bereite zuvor den Körper auf diese Aktion vor, versorge ihn gut eben mit Mineralien, mit Spurenelementen und mit Vitaminen. Der Körper hat ein eigenes Enzym, Paraoxonase 1, der für Beseitigung von Giften zuständig ist. Bedenke aber, dass wenn die Giftbelastung gewisse Grenzen überschreitet, ist die Produktion nicht ausreichend. Nach einiger Zeit mit dieser Giftbelastung fällt die Produktion von diesem Enzym sogar nach unten und dann ist die Wirkung noch kleiner. Du kannst jetzt die wissenschaftlichen Studien studieren und dann gucken, okay, was könnte ich machen, um diese Paraoxonase 1 zu stärken. Da gibt es durchaus einige Substanzen, die hier verstärkend wirken. Quercetin ist eine davon, Sulforaphan, Curcumin oder Genistein. Das sind die Substanzen, die in den wissenschaftlichen Studien genannt werden, die Produktion von Paraoxonase 1 zu vergrößern. Auf diesem Wege wirst du aber nicht weit kommen, wenn du versuchst, durch Supplemente dieses Problem zu lösen. Da wirst du dich ganz schnell verlieren, weil die Sache sehr komplex ist. Und jetzt komme ich zu meiner Methode. Die ist simpel. Du kannst sie selber durchführen und vor allem du kannst vorbeugend wirken. Das Geheimnis ist absolute Bioqualität von Obst und Gemüse und reichlicher Gebrauch davon. Ich versorge mich regelmäßig mit diesen Lebensmitteln, die tatsächlich Lebensmittel sind. Dort ist tatsächlich Leben drin und die liefern jede Menge Substanzen, die deinem Körper zugutekommen. Noch dazu, du kannst durch Supplementierung das nicht ersetzen. Du kannst das nicht abdecken. Die Komplexität ist zu groß und wenn du
ein einziges Obststück nimmst, da ist so eine Unmenge an richtig positiven Wirkstoffen drin, du kannst das auf der Supplement-Ebene nicht reproduzieren, das geht gar nicht. Also, was mache ich, bevor ich zum Beispiel intensive Saunagänge mache oder Fasten anfange? Ich bereite meinen Körper vor und 2 Wochen lang bin ich intensiv dabei, meine Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine so weit aufzubauen, damit, wenn ich in diese Aktion gehe, mein Körper schon gut vorbereitet ist. In dieser Zeit nehme ich sehr viel Obst und Gemüse in Form von Säften auf und sorge dafür, dass die ausgepressten Teile, die voll von Ballaststoffen sind, auch in den Saft wieder reinkommen und ich nehme das alles auf. Die wissenschaftlichen Studien haben festgestellt, dass Ballaststoffe besonders wirkungsvoll sind, um Toxine und Schwermetalle zu binden. Versorge dich also gut mit ballaststoffreichen Ernährung, weil das wird nicht nur für diese Aktion gut wirken. Solche Lebensmittel wie Kreuzblütler sind besonders zu empfehlen hier. Also Rosenkohl, Blumenkohl, alles was mit Kohl im Namen endet, ist hier gut, aber auch Radieschen, Blattgemüse nimmst du auch dazu. Wenn du das noch mit Olivenöl anreichest, ist auch gut. Und dann sorge noch mit Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D3, besonders in Winterzeiten, dann bist du gut bedient. Falls du dazu Fragen hättest, kannst du dich gerne an mich wenden. Die direkten Kontaktdaten findest du unten in der Beschreibung. Ich werde schauen, was ich für dich machen kann. Das war's für heute. Ich hoffe, dir behilflich gewesen zu sein und werde mich freuen, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ade. Ciao.